Guten Tag, meine Damen und Herren, hier im Body Planet, in der Küche im Body Planet. Wir kochen hier jeden Tag gemeinsam, um unsere Ernährung wirklich perfekt zu gestalten. Wir haben hier es uns sehr einfach gemacht und damit alles sehr schnell geht. Wir brauchen für unser Kochen mittags meistens eine Viertelstunde mit allem zusammen. Ich zeige euch, wie das geht. Eines der wichtigsten Geräte ist der Reiskocher. Damit wird die Zubereitung vom Reis zum Kinderspiel und Tama kann sich in der Zwischenzeit dann um weitere Dinge rund ums Kochen kümmern. Der Reis kommt erstmal in den Topf und wird kurz gewaschen und verhindert so auch Sodbrennen. Und jetzt kommt ein Geheimtipp. Und zwar Kokosmilch Light. Hat sehr wenig Fett und hat dann noch den besonderen Geschmack von Kokos mit dem Reis zusammen. Oh, ich kann euch sagen, das ist ein ganz, ganz herrlicher Geschmack. Das war schon eine halbe Dose, reicht völlig aus. Weg damit! Kurz noch einmal umgerührt und schon kann der Reiskocher eingeschaltet werden. Und los geht's! Jetzt macht der Reiskocher das alles von allein. Ich muss nicht mehr aufpassen, ich muss gar nichts mehr machen. Der Reiskocher schafft von allein. In der Zwischenzeit kann ich dann schon meinen Salat zubereiten, den wir haben. Einmal Tomaten, Schafskäse Light, Salat und ein bisschen Gurken. Alles wird natürlich mundgerecht klein geschnitten. Natürlich sollte man das Gemüse vorher waschen, das ich natürlich schon getan habe. Hier das Grüne kurz rausschneiden, das lässt sich bloß schwer verdauen. Jeder mag es ein bisschen anders. Ich mag es jetzt so am liebsten. Wunderbar, schon haben wir den Salat eigentlich soweit zubereitet. Zum Abrunden wird dann noch der Schafskäse in kleine Würfel geschnitten und im Salat zugefügt. Der Salat ist geschnitten. Jetzt kommt noch ein kleines Dressing. Dazu nehmen wir einfach hier mal ein Glas. Nehmen unseren schönes Olivenöl. Das schmeckt uns allen sehr vom Geschmack. Nehmen hier mal etwa 2 Esslöffel sind das. Ja, noch ein Schucker. Fehlen darf natürlich auch nicht das berüchtigte Rapsöl, das sehr wichtig ist aufgrund seiner Omega-3-Fettsäuren. Dazu noch ein bisschen ganz normalen Essig. Ihr dürft natürlich selbstverständlich auch Balsamico-Essig verwenden, ist also gar keine Frage. Hier ebenfalls rein. So, noch ein bisschen. Dann kommt noch ein bisschen Gemüsebrühe rein. Nur ein klein wenig. Schön durchmischen. Jetzt noch ein bisschen Jodsalz. Ruhig noch ein bisschen über den Salat selber, dass es sich schön verteilen lässt. Super. Ein bisschen Pfeffer noch rein. Hier kommen dann die Gemüsebrühe mit dem Öl und mit dem Essig schön verteilt drüber. Zum Schluss noch ein paar italienische Kräuter für den ganz besonderen Geschmack. Man kann mit Kräutern natürlich Petersilie, Schnittlauch und sonstiges wirklich ganz lecker den Salat zubereiten. Einmal schön durchrühren und schon haben wir hier einen schönen griechischen gesunden Salat. Ganz einfach zubereitet und alles mit gesunden Ölen. Das erste ist fertig, der Reis kocht noch. Solange der Reis noch kocht, wird das Fleisch zubereitet. Hier haben wir einen super Grill, der auf beiden Seiten erhitzt und somit die Poren auch sofort schließt. Wir haben jetzt hier unser schönes Roast Beef. Ihr seht die Maserung, auch hier wieder wichtig, gegen die Maserung schneiden, damit das Fleisch schön saftig bleibt. Das Roast Beef ist ein sehr mageres Fleisch und es enthält viel Eiweiß und ist zusätzlich auch noch schön zart.
So, der Reis kocht noch und das Roastbeef ist geschnitten. Jetzt muss nur noch der Grill seine Temperatur erreichen. Das ist wichtig, dass der Grill richtig heiß ist, damit wir, wenn wir nachher das Fleisch drauflegen, die Poren sich sofort schließen, damit das Fleisch noch innen drin schön saftig und lecker bleibt. So, jetzt hat der Grill die nötige Temperatur erreicht. Jetzt legen wir das Fleisch natürlich schön sauber hier rein. Ihr hört, es zischt und wischt schon drei Stückchen. Mehr passen da nicht rein. Draufstellen. Volle Power. Eine Minute auf voller Stärke. Nach einer Minute wird die Grillstufe leicht reduziert, damit auch nichts anbrennt. Dann circa zwei Minuten warten und das Fleisch ist fertig. Und das alles ohne wirklich großen Aufwand. Wir kochen jetzt hier keine Stunde. Mit allem drum und dran, mit Schneiden, mit Waschen, mit allem. Viertelstunde fertig. Nebenher kocht der Reiskocher, da der Grill. Jetzt kann ich schon nebenher die Küche aufräumen. Ruckzuck. Also ist kein Aufwand. Und es tut ihr für euch. Unsere Ernährung ist unser heutiger Luxus. Bitte achtet auf sie, denn ihr lebt nur einmal. Und mit der Zeit bekommt ihr genauso wie Tama das Gespür für den richtigen Zeitpunkt, wann das Fleisch fertig ist. Ihr seht, es geht ruckzuck. Ruckzuck ist das Fleisch fertig. Wir haben dann noch ein Steakgewürz. Das machen wir natürlich nach dem Zubereiten drauf. Ihr Männer, um Muskeln aufzubauen, sollte man wirklich ein halbes Kilo Fleisch oder Fisch am Tag essen. Es geht sonst nicht anders. Und macht euch keine Gedanken, solange ihr trainiert und Kraftsport macht, verarbeitet ihr alles wunderbar. Einer, der jetzt keinen Sport macht und ganz normal lebt, was heißt übrigens normal, aber der braucht natürlich nicht so viel Fleisch. Aber wir Kraftsportler, der Muskeln aufbauen will, braucht die wichtigsten Nahrungsquellen, Proteine, und das ist nun mal im Fleisch und Fisch enthalten. Lecker Schmecker. Ja, drehen wir nochmal, damit auf jeder Seite schön knusprig wird. Ist das Fleisch etwas dicker geschnitten, braucht es einfach ein bisschen länger. So, und um unsere Umwelt zu schonen, schalten wir auch den Grill ein bisschen früher ab, lassen das Fleisch noch ein bisschen drin. Das reicht völlig aus, um hier das Fleisch noch vollends durchzugaren, und wir sparen noch mal Energie. Fertig. Herrlich. Und auch hier wieder würzen. Grill das aus. Wir einfach noch mal würzen das Fleisch. Und wir haben unser lecker Mittagessen. Jetzt kann angerichtet werden. Unser lecker Essen. Ruckzuck. Und so sieht jeder Mittag im Body Planet aus. Mit einem sehr gesunden Essen, das ohne großen Aufwand zubereitet wird.